Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, das Halloween Update ist draußen und ich bin ein Spooky Bus. Ja, ich will euch heute gerne alle Änderungen an der Map und ein paar neue Sachen euch vorstellen. Also, das was am auffälligsten ist, es gibt in den verfluchten Gebieten gibt es jetzt große Kristalle und ja, die spawnen einfach Monster. Es gibt auch kleinere, die fallen vom Himmel, die haben aber dieselbe Funktion, die spawnen auch Monster. Und was ich nicht wusste, man kann sie sogar zum Tanzen bringen, was so lustig ist. Ja, die Monster bringen Munition, Waffen und Schild. Und hin und wieder, da kommt mal so ein riesengroßer Fetti. Der bringt aber leider keine bessere Waffe oder sowas. Und es gibt auch ein paar neue Waffen für diesen neuen Gegner. Zum Beispiel die Armbrust wieder da, die ich richtig gut wieder finde, weil sie hat jetzt so einen Schnellfeuermodus und ja, und die müssen von irgendwo auch herkommen. Darum ist die Insel einfach aufgespalten und ihr seht in diesem Clip, die Insel ist total beliebt. Na gut, es war ein bisschen kürzeres Video, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da und lasst gerne ein Like da. Vielleicht kommt ja noch ein besseres Video zum Halloween Update, ich weiß noch nicht. Dann würde ich sagen, tschüss!